Ah, war ein Anfänger, war total einfach. Junge. Erstmal immer Punkte safe, ja. Ja. Dann erstmal Karma umwandeln, danke. So, es war natürlich ein Anfänger, war auch ganz einfach, der Gegner, muss man auch dazu sagen. War super einfach. Was einfacheres gespielt in meinem Leben. Oh Gott. Oh mein Gott. Ey, was muss ich fotografieren? Nee, gar nicht. Achso. Ja, total toll, wenn du. Also. Ja. Ja, boah. Wir sind immer. Ja, gerade. Genau, ganz gerade. Genau. Na, wird noch nichts, ne? Ja, warte mal. Ja, markiert wäre natürlich ganz gut, ah, weil die weggenommen hat. Easy. Ah, hier. Geil. Aha. Oder die Informationen. Also das ist er hier. Ah, da hinten müssen wir das Foto machen. Okay. Gut, dann haben wir jetzt 2 von 4 Wahrzeichen. Da fehlt noch eine Schatztruhe, es fehlen noch 2 Katzen. Easy. Ja gut. Der Flüchtige war ja auch nicht eben der mir da echt so lange gedauert hat. Dann können wir nachher mal diese Nebenmissions da angucken, die es da gibt. Ein Ding rund drunter, das wusste ich gar nicht mehr. Ja. Scheiße. Okay, wusste ich nicht, dass sie. Dass man stealthen muss. Ja, fuck. Hallo Gott. Ja, ich bin jetzt wieder gespawnt sein, ne? Nein, natürlich nicht. Mist. Ah, ich wäre da. Englisches Haus Nummer 1. Nice. Okay, vielen Dank. Okay, wir müssen hier ein bisschen mehr aufpassen.
Gut, dann. Ah ja, ist gut, kleine Katze. Ich komme jetzt und werde ich streicheln. Yep, und geschafft. So, kann die Katze gar nichts dagegen tun. Anstatt sie sich gegen meinen Willen anfassen lässt. Schieße ein Futter aus den Schiffe und von der Straße aus, die an der Küste verläuft. Okay. Das kriege ich hin. Geil, dann wir gleich durch mit dem Ding. Nice. Ah, sehr schön, dass wir jetzt die Fotokamera haben. Ey. Können wir die nämlich gleich. Dann können wir gleich durcharbeiten. Danke. Erfolg. Nice. Easy. Nice, Wahrzeichen besucht. Also, einchecken. Genau. Weißt du, und wir suchen unsere Schwester eigentlich und in Wirklichkeit machen wir erstmal ein paar Nebenmissionaufgaben. Und die letzte Katze. Nice, damit werden die auch fertig. Und dann noch die Truhe und haben wir es. Geil! Geil, geil, geil. Ja gut, bis auf das eine da. Bis auf diesen, wie hieß denn der jetzt? Bis auf den Flüchtigen ging das sogar. Also muss man eher mal sagen, also. Eigentlich war das jetzt nicht schwer, bis auf den Flüchtigen. Da musst du musst halt wirklich. Ich glaube, hier ist mittlerweile wirklich wichtig geworden, lange um auch zu kontern. Ja, die Teilmals konntest du die Angriffe halt auch wirklich ausweiten. Jetzt haben sie es so gemacht. Du musst sie kontern. Oder ist halt wirklich sehr, sehr schwer. Wir können vorher für eine Konteranzeige haben. Wir sind vielleicht so also ein dämlicher Samurai, nirgendwo würde ich gut hochklettern kann. Oh, ey. Ah, Mensch, wieso geht das nicht? Ey, das fühlt sich weird an, dass es das nicht geht. Es war ein bisschen Samurai. Wenn er könnte auch nicht, weil das zu. Oh, wie geht es da jetzt hoch auf die Schnelle? Ey, warum kannst du nicht klettern, Alter? Das ist so bescheuert. Also irgendwie finde ich das weird, dass das nicht geht. Oder, ja, du geht's ja, aber es geht so dermaßen sperrig. Oh, ja, ich dachte schon. Es ist wirklich sperrig, dieses Klettersystem. Ah, easy. Geil, dann muss man vollständig Honcho. So, war es eigentlich das, ja, Intelligenzpunkte, siehst du, das müssen, das brauchen wir sogar. Also, da müssen wir, da können wir, das müssen wir sogar tun. Das sieht auch cool aus. Nice. Schützt bestimmt sehr gut. So, ja, haben wir noch die beiden, das auch noch. Das auch noch, was für wie Dinge haben wir eigentlich noch? Haben wir noch das hier? Gott, das, ne. Wir haben aber auch, man muss jetzt sagen, wir haben auch sehr viele kleine, ne? Obwohl, so viele sind das, also, ja, wir haben auch sehr viele.
Ja gut, das ist ein bisschen größer hier wieder. Und das ist okay, das ist sehr, sehr groß. Aber eigentlich geht das sogar. Wir haben schon eben gerade mit. Das war. Ach, das war das kleine Stück nur. Da war so viel zu tun. Ah ja. Ja, okay. Aber eigentlich geht das. Sogar voll fit. Machen wir die Pferderettung. Genau, heute mal Nebenquest. So. Ich muss. Die Mistress müssen wir mal abschließen, ne? Vorgenommen als Finn-Schwester. Müsste ich schätze, sie müsste bald durch sein. So, aber erstmal hier. Jeden Tick schneller. Danke. Ja, ihr habt aber wenigstens gewiss bringt, was die ist irgendwo natürlich auch eine Beschäftigungstherapie, ne? Es ist halt wirklich irgendwo, ja, außer die Flüchtigen. Die Flüchtigen finde ich halt cool. Der Rest, du rennst halt rum und machst es halt die ganze Zeit, ne? Es ist halt auch nicht wirklich, man kann jetzt, man weiß auf jeden Fall, wie sie auf diese, ich sag mal, auf diese Spielzeit gekommen sind. Die ihr Spiel, das hat eine sehr hohe Spielzeit. Also 40, 50 Stunden und ja. Natürlich immer die Frage, wenn du damit halt die 40, 50 Stunden füllst. Ob es sein muss. Warum musste ausgerechnet dieses Pferd gestohlen werden? Weil sonst sie die Quest nicht geben würde. Hey, kannst du mir helfen? Mein Pferd wurde gestohlen. Woran, was ist denn so besonders an dem Pferd? Es ist ein Schimmel mit glänzendem Fell. Es war doch schon so gut wie verkauft, verdammt. Ich bitte dich, du musst mir helfen. Kannst du es für mich finden? Der Dieb ist in Richtung Kontrollposten geflüchtet. Mehr weiß ich nicht. Okay. Beeil dich, sonst verkauft er es. Bring es so schnell wie möglich zurück. Ich werde dich auch entsprechend belohnen. Versprochen. Dann belohne dich gut an. Wo fällt die? Wo denn? Ist hier die Pferde? Ah, hier ist die Pferderettung. Okay, ja. Ich reise kurz. Das ist halt auch Gott sei Dank geht das. Ich meine, es nutzt sich ja auch und würden wir ewig brauchen. Also. Ah, das geht auch geil. Batman-mäßig. Oh. Entschuldigung, ich steige schon ab. Hallo, absteigen. Ja. Oh, Junge, voll. Bis ich, dass er so lange zum Absteigen braucht. Ey. Scheiße, der Argo, der war immer neu. Ich wollte ja 3 Jahre zum Absteigen brauchen, wusste ich nicht. Na gut, dann brauche ich kein Pferd. Ach nee, warte mal. Nicht mehr, ob ich sparen können, weil ich regenerieren kann. Obwohl, ist er noch tot. Oh, sehr gut. Finde die Pferdediebe. Naja, genau. Die holen wir uns. Oh, wie süß. Keine Ahnung, hier bin ich fertig mit Sammeln, ne? Ja. Ja, Glück. Hm. Okay. Siege die Fellliebe. Belausche? Wie belauscht man denn?
Besiege die Pferdediebe? Optional. Belausche die Pferdediebe. Ah ja, wie belausche ich die? Wie belauscht man? Muss man halt irgendwie. Macht das Spiel jetzt automatisch oder? Hört. Ich bin verwirrt. Alter, soll ich die Fede besiegen? Alter, soll ich sie belauschen? Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin verwirrt. Ich bin irgendwie total verwirrt. Die belauschen oder was? Nur die drinne oder wie? Oh, hä? Spiel, was willst du von mir? Ohne Witz. Nee, das darf ich. Wieso darf ich den um? Ah, das sind. Ja. Also, belausche die Fairy-Diebe, optional besiege die Fairy-Diebe. Das heißt, die darf ich besiegen, aber die anderen muss ich belauschen. Ah, das Spiel. Achso, das Spiel grenzt jetzt ab. Dann sagt. Oh. Ey, den Main-Joy, dann sagt das so was. So, hey. Wir grenzen das ab. Ist ja auch nicht schlimm. Kann man ja auch machen. Dass du nicht alle belauschen musst, sondern nur irgendwie. Oder belausche den Anführer der Pferdediebe. Oder sowas. Ich belausche die Pferdediebe und töte die Pferdediebe. Ja. Wow. Oh Moment, Leute. Sagt doch, was ihr wollt. Redet mit mir. Sagt, hey, ich will das. Das erwarte ich von dir. Das haben wir uns dabei gedacht. Wäre schön, wenn du die Mission genauso umsetzen könntest. Wenn du es nicht tust, geben wir dir halt einfach ein Game Over Screen. Dann machst du es eh so, wie wir wollen. Irgendwie sowas. Genau, so hätte ich es sagen müssen. Nein, aber. Ah, Spiel. Bei jedem. Ich muss die ganze Zeit nicht belauschen. Also, wie geht belauschen? Muss ich auf eine Taste drücken? Bei Assassin's Creed muss ich was auslösen. Er kam nicht mal auf die Idee, dass das Pferd gestohlen sein könnte. Wie dumm kann man denn sein? Der steht bestimmt immer noch darum und grinst wie ein Trottel vor sich hin. Nachdem ich was getrunken habe, sollte ich ihn vielleicht so richtig ausnehmen. Okay, wir geben die zum Aufenthalt dort. Hallo. Na, wie geht's? Ah. Okay, wissen, wo es ist. Gut. Das heißt, auf dem Pferdedieben. Okay. Genau. Ja, kann ich den machen. Wo ist es überhaupt? Geil. Drei Stück einfach weg. So, fuck. Kann ich dir noch helfen? Geht das noch? Dann würde ich es kurz machen. Ah, bitte lasst mich in Frieden. Hallo! Ja, wir können gar nicht wegbewegen.
Okay. Nah genug dran gewesen. Der hat noch Ausdauer, obwohl ich ihn das... Was tun für einer? Oh, der dauert 3 Jahre, ne? Fuck, ja, jetzt haut er mich. Jetzt haut er mich kaputt oder was, Alter? Reicht ja mit dir. Arschloch. Ah, Waffengeschick nochmal erhöht. Ich gebe dir natürlich gerne einen großzügigen Rabatt. Was? Rabatt? Rabatt ist immer gut. Kann er was verkaufen? Sehr gerne. Er deutet damit noch. Ah, mehr rausholen. Den behalt mal. Oh, warte mal, den stärksten davon kann auch behalten. Den stärksten, der stärkste war das hier, ne? Ja, der stärkste ist das hier. Ja, den stärksten behältst du mal. Den, der ist besser, den behältst du. Die Kohle behalte ich auch mal. Ja, das dauert ewig. Irgendwas soweit. Oh, das, ja gut, warte, jetzt machen wir. Langschwert. Genau, bestätigen. Kann ich noch was für dich tun? Den Rest kaufe ich wieder. So, er dauert ja ewig. Komm jederzeit. Sehr gut, danke. Ishikawa, wir waren fertig, aber. Gut. Ja, ich komme wieder. Ich muss aber das was erledigen. Danke. Ja. Ich muss wieder ein Ding machen. Okay. Ich muss hier wieder in einem Bonfire. Ein Civis? Okay. Ah ja, Pferdehändler. Okay, gut. Einmal als Pferd, bitte. Willkommen, willkommen. Ich wollte gerade eben zusammenpacken. Doch wenn du etwas siehst, das dir gefällt, dann lass es mich wissen. Welches dieser Pferde ist in deinem Angebot? Das Weiße mit dem glänzenden Fell ist mein neuester Fund. Es ist zwar nicht günstig, doch es ist seinen Preis wert. Glaub mir. Interessiert? Wie sieht es aus? Möchtest du mir also den Schimmel abkaufen? Er wird ein ausgezeichnetes Reittier abgeben. Versprochen. Das Pferd ist gestohlen. Ah, natürlich. Das hatte ich schon befürchtet. Ein Mann seines Schlags mit solch einem edlen Pferd. Ich möchte kein Geld. Bring es nur bitte seinem Besitzer zurück. Es muss viel Arbeit gekostet haben, solch ein fabelhaftes Tier aufzuziehen. Ah. Ja. Gut. Wir haben's. Danke. Oh Gott, wie kommen wir jetzt hier weg? Nee, so, ne? Ach so, muss ich. Erstmal auf dem Hauptpfad.
genau, dann. Dann so, hoffentlich, dann rate ich jetzt mal durch. Ich habe Angst, das Pferd mit uns. Wie muss ich denn reiten? So? Ja. Wo bin ich denn jetzt hier? Im Mutomachi, ja. Ja, aber ich merke schon so, hey, man muss das schon machen alles, ne? Also ich merke, dass man merkt, es ist darauf ausgelegt. Das ist halt auch das Ding. Ich glaube auch, deswegen kommt man wirklich auf so eine hohe Spielzeit, weil du kriegst ja echt gute Sachen. Ist ja nicht so, dass das, was du kriegst, nicht gut ist. Belohnen können sie einen. Ne? Du kannst da durchreiten. Da kannst du nicht durchreiten. Willst du mich ver. Aber da geht oder wie? Ja, jetzt komme ich nicht. Warte mal, ein Tablet komme ich nicht mehr raus. Hallo? Nein, oder? Nein. Hey, aber du kannst auch hier durchreiten. Hier geht. Ey, dieses Spiel. Das hat so dermaßen Unlogik. Da musst du schon was wissen. Gott. Ja. Ich schulde dir was. Hier, nimm dieses spezielle Sattelzeug. Es wird deinem Pferd gut stehen, ganz sicher.